Ich habe auch versucht zu zählen, irgendwie auf meinem Weg heute zur Arbeit. Wahlplakate pflastern da den ganzen Weg. Bei 50 habe ich irgendwann aufgehört und einfach den Überblick verloren. Klar, die Wahlen werfen ihre Schatten voraus, die Europawahl und eben auch die Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz. Und das Ganze natürlich auch in Maxdorf. Martin Schulz ist nämlich vor Ort gewesen und hat sich den Fragen der Bürgern gestellt. Der ehemalige SPD-Chef und frühere Präsident des Europäischen Parlaments gemeinsam mit der Wahlkreisabgeordneten Doris Barnett. Vor rund 120 Zuhörern warb Schulz für ein starkes Europa, das vor allem in Zeiten von Trump und Erdogan zusammenstehen müsse. Europa sei eine Chance und müsse verteidigt werden, so Schulz. Und Simon Steihoff hat mit Martin Schulz auch über das teilweise gefühlt etwas ferne Brüssel gesprochen. Bei mir ist Martin Schulz, Mitglied des Bundestages, früherer SPD-Chef und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments. Herr Schulz, wie wichtig ist denn dieser Besuch hier auch im Hinblick auf die Kommunal- und Europawahlen? Naja, die Rheinland-Pfälzer haben sich entschieden, die Kommunalwahl und die Europawahl auf einen Tag zu legen. Das ist gut, weil ich glaube, dass das die Wahlbeteiligung steigern wird. Und ich bin jetzt auch hierher gekommen, weil der junge Kollege, der hier kandidiert, der Nils Max in Maxdorf, das ist ja auch ein schöner Zufall, sicher auch Unterstützung gebrauchen kann. So eine Veranstaltung ist ja auch wichtig, um gegen Politikverdrossenheit anzugehen. Wie wichtig ist denn diese Veranstaltung auch vor diesem Hintergrund? Ja, Sie sehen ja, es ist ein normaler Nachmittag und es sind doch relativ viele Leute gekommen. Die Europawahl ist eine entscheidende Wahl. Und wir haben es hier mit der seltenen Kombination zu tun, dass die Debatte um globale Entwicklungen, weltweite Entwicklungen geführt wird, wenn wir über Europa reden. Aber welche Einflüsse hat das vor Ort und wie gehen die Menschen damit vor Ort um? Das ist eine Aufgabe der Kommunalpolitik und das kann man an so einem Nachmittag ganz gut machen. Und mein Eindruck ist, das mobilisiert die Leute schon, sie sind interessiert und bin auch sehr gespannt auf die Diskussion, die da gleich erfolgen wird. Trotz allem ist Europa ja noch relativ weit weg für viele. Sie sind jetzt eine der schillerndsten Persönlichkeiten, auch vielleicht der Vergangenheit, aber trotzdem immer noch Europapolitiker. Wie wichtig ist das denn auch oder was liegt Ihnen denn besonders am Herzen? Na, zunächst mal finde ich das nett, dass Sie mich als schillernde Persönlichkeit bezeichnen. Der Vergangenheit nicht, sondern auch noch der Gegenwart. Schönen Dank. Mir liegt besonders am Herzen, dass die Europäer begreifen müssen, dass in der Welt des 21. Jahrhunderts, also in der Welt unserer Kinder und Kindeskindern, die Machtzentralen nicht mehr in Berlin und Paris oder in London oder Madrid liegen werden, sondern in Washington und in Peking. Und wenn man sich die Politik von Donald Trump oder der chinesischen Regierung anschaut, dann basiert diese Politik nicht auf den gleichen Prinzipien und Werten wie die europäische Politik. Und deshalb müssen Paris und Berlin vor allen Dingen so zusammenarbeiten, dass die Europäische Union so stark gemacht wird, dass die Mitgliedstaaten der EU durch eine starke Europäische Union mit China und USA auf gleicher Augenhöhe agieren können. Also ein ganz klarer Appell, bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen wählen zu gehen für ein starkes Europa. Und damit zurück.